Willkommen zu einem neuen Part, beziehungsweise zum letzten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, heute ist wirklich der letzte Part. Ja, hier vor uns haben wir nicht nur einen besonderen, nicht nur ein normales Grog-Rätsel, nein. Hier haben wir etwas Besonderes. Und zwar ist das hier der letzte mir fehlende Grog. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und ich habe alle 900 Crocs gesammelt. Du hast alle versteckten Crocs gefunden. Du solltest zu Maron. Das solltest du Maronus erzählen. Ich habe es mir schon gedacht, dass da so eine kleine Einblendung kommt. Kleine Einblendung kommt. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, nehme ich das auf. Gut. Der Aufmerksame wird schon gesehen haben, ich habe hier zwei Markierungen gesetzt. Bevor ich zu Maronus gehe, werde ich nämlich diese Markierungen noch ablaufen. Denn beim Krogsammeln ist mir etwas aufgefallen. Beziehungsweise, ich werde vorher noch was anderes erzählen, bevor ich erzähle, was ich hier markiert habe eigentlich. Und zwar, die Crocs sind unfassbar eklig versteckt teilweise. Und ohne irgendwelche Hilfsseiten hätte ich das auch niemals hinbekommen. Also wirklich, das ist teilweise richtig brutal. Vor allem da, wo ich am meisten Struggle hatte und nur wirklich am meisten Schiss hatte, dass ich irgendwas vergessen hatte, war hier ins Schloss Hyrule. In dem Dungeon gibt es ebenfalls Crocs. Komm da erstmal drauf zum einen und zum anderen finde die dann erstmal. Im Schloss Hyrule habe ich übrigens noch zwei interessante Sachen entdeckt, nämlich zum einen den Kerker. Dort gibt es einen Stahlhinox. Und zum anderen im Oststollen gibt es einen Ivarok. So ganz random habe ich die entdeckt. Ja, ne? Oder war es der Weststollen? Auf jeden Fall einer von den Stollen, da gab es auf jeden Fall einen Ivarok. Und ich meine, es war der Oststollen, weil ich glaube, kurz drüber war die Bibliothek. Doch ja, müsste der Oststollen gewesen sein. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war es. Es war eine Heidenarbeit. Ich saß zwei Wochen saß ich auf jeden Fall dran. Ich habe es mir auch ein bisschen schwieriger gemacht, denn ich kann schon mal sagen, in der Infobox werde ich zwei Sachen verlinken. Nämlich einmal eine, in Anführungszeichen, interaktive Karte von Hyrule hier. Da kann man die ganzen Crocs sehen. Oder halt generell auch Schreine und Ställe und was weiß ich noch alles. Und ich habe damit halt gearbeitet hauptsächlich und habe erstmal selber nachgesucht. Also ich habe mir jetzt nicht die Arbeit erleichtert, indem ich einfach nur das Video anschaue, was ich ebenfalls verlinken werde. Da komme ich gleich dazu. Sondern ich habe halt wirklich nach der Karte geschaut, was für Punkte sind das und bin diese Punkte nach und nach abgelaufen. Dabei habe ich dann auch noch ein paar Sachen entdeckt, wo ich nicht so geil finde, aber da komme ich auch nachher nochmal dazu. Ja. Jedenfalls habe ich dann mit der Karte dann die einzelnen Gebiete durchgeguckt und bin dann jeweils dorthin gelaufen. Und in Hebra gab es auch einige, also wirklich einige Crocs, die auch teilweise richtig böse versteckt waren. Das war eines der Gebiete, wo ich am längsten gebraucht habe. Ja. Ursprünglich hatte ich auch ein ganz anderes Video als letztes Video geplant. Ich habe diese Idee dann allerdings recht schnell auch verworfen. Denn die Idee war eigentlich, dass ich alle fehlenden Crocs einblende. Dabei ist mir dann aufgefallen, so warte mal, das lasse ich lieber, weil ich hatte halt das so vorgehabt, dass ich lauter so Mini-Videos mache und die dann halt dann nachher alle zusammen schneide. Ich hab's dann nachher dann doch sein lassen, weil ich hatte dann über 122 Videos schon aufgenommen. Und habe ich gedacht, weißt du was, nee, das lasse ich. Das zieht sich nachher nur so lang und damit kann nachher im Endeffekt niemand was anfangen, weil ich habe ja schon 220 Stück gesammelt gehabt im normalen Let's Play und ja, die würden halt nachher sowieso in dem Video fehlen und das ist dann, lasse ich. Das überlasse ich dann lieber denjenigen, wo das wirklich gemacht haben. Das wäre dann auch das Video, was ich vorhin mal kurz angeschnitten hatte. Und zwar habe ich das Video von Heart Hero genommen. Das hat mir wirklich extrem geholfen, weil der blendet da immer die Ingame-Karte ein mit dem jeweiligen Croc-Samen.
Und es ist wirklich, wirklich einfach, mit dem da auch wirklich durchzufinden. Das Einzige, wo man vielleicht ein paar Schwierigkeiten haben könnte, sind die Gebiete, weil der hat das alles nach Gebieten sortiert, was ich auch sehr gut finde. Und er hat halt die Anfangsgebiete nicht direkt markiert, sondern er zeigt halt auch einfach nur das Bild von der Karte. Man muss da ein bisschen suchen teilweise, aber ja. Apropos Karte, weil ich gerade eben beim Thema Karte bin. Die Karte, die interaktive. Ich weiß nicht wieso, aber die Wüste Gerudo, die hier, die hat echt Probleme bei der interaktiven Karte. Ich weiß nicht, aber nur in dem Gebiet hier ist mir das aufgefallen, dass da teilweise Crocs falsch markiert waren oder halt auch gar nicht markiert waren. Bei der Hyrule-Brücke habe ich ebenfalls, Hyrule-Brücke, genau, bei der Hylia-Brücke, da hat mir dieser Croc hier irgendwie gefehlt. Also den habe ich auch erst durch das Video gefunden. Also keine Ahnung, wieso da teilweise Fehler mit drin sind. Aber gut, bei 900 Crocs kann das halt auch mal passieren. Das ist ja auch alles scheinbar auch ehrenamtlich gemacht worden. Also das steckt jetzt niemand Größeres dahinter. Deswegen, ja. Also wer will, kann sich die Mühe machen und mit der Karte arbeiten, so wie ich das gemacht habe. Und dann nachher im Endeffekt dann halt nochmal durchprüfen mit der Hilfe von Hard Heroes Video. Oder sucht euch wen anders aus. Also Hard Hero hat es auch auf Deutsch gemacht. Also der ist ein Deutscher, wie es so aussieht. Und ja, der hat es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Ja, meine Meinung im Endeffekt zu den Crocs ist halt, man merkt, dass ihnen teilweise die Ideen ausgegangen sind. Also wenn sie wirklich nicht mehr wussten, was sie als nächstes machen wollen, haben sie halt einfach einen Stein hingesetzt, wo man dann nachher einfach den Krog dann hoch, also den Stein halt hochheben muss, wo dann nachher der Krog erscheint. Das merkt man an manchen Stellen sehr, sehr deutlich, wenn die Krogs halt wirklich direkt nebeneinander sind. Das war zum Beispiel hier unten der Fall. So zwei Stück direkt nebeneinander, da oben noch einer, hier noch einer, da drüben noch einer, dann bei der Hylia-Brücke. Gut, bei der Heilbrücke verstehe ich es ein bisschen, weil da ist dies ein bisschen weitläufiger. Aber es gibt wirklich stellenweise Plätze, die haben sie halt einfach direkt nebeneinander gepackt, weil sie nicht mehr wussten, wo sie die ganzen Crocs hinpacken sollen. Fand ich ein bisschen jetzt doof, vor allem, weil ich auch wirklich so beim Durchlaufen ein paar Stellen gefunden habe, wo ich mir dachte, warum sind dort bitteschön keine Crocs? Aber gut, okay. Passiert. Ich bin durch. Würde ich es irgendwem empfehlen? Nein. Am besten will nicht, vor allen Dingen für den Preis, den man bekommt, weil ich wusste ja, was es ist und ich habe es auch bloß aus einem Grund gemacht, weil ich es mir selber zeigen wollte, dass ich es kann. Aber ja, ich würde es niemandem empfehlen. Vor allem, was halt am schlimmsten ist, hier, das ist mir nie aufgefallen, aber man kann bloß 100 Stempel setzen. Gut, die Teile hier zählen extra, die kann man auch noch machen, aber von diesen Stempeln kann man bloß 100 Stück setzen. Und das ist nicht so geil. Vor allen Dingen, wenn man noch andere Sachen markiert. Also ich habe auch sämtliche Markierungen hier weggemacht von irgendwelchen von irgendwelchen Bossgegnern oder so, weil mir es sonst einfach nicht gereicht hätte. Das fand ich dann doch ein bisschen schlecht. Genauso schlecht finde ich, dass man nicht einstellen kann, dass man die Crocs sehen will. So, das wäre nicht schwer gewesen, einfach zu sagen, hey, ich möchte hier ab dieser Höhe hier schon die Crocs eingeblendet haben, wie bei den Stempeln. Weil es ist schwierig, die ganzen Crocs zu finden, welche man schon gesammelt hat, wenn man jedes Mal so reinzoomen muss, dass man sie überhaupt sieht. Also aus der Perspektive sieht man sie halt nicht mal mehr. Und ja, ist ein bisschen unschön gelöst. Ja, das wäre eigentlich sehr leicht gewesen mit mit einem Tastendruck, aber ist okay. Jo, dann würde ich sagen, als nächstes habe ich auf dem Plan gehabt, die zwei Punkte mal abzulaufen. Und da möchte ich gleich mal noch eine kleine Story erzählen. Das ist nämlich hier passiert bei den Zwillingsbergen. Und zwar befindet sich hier irgendwo ein Krog. Welcher war denn das? War das überhaupt hier? Hier war das, glaube ich, irgendwo. Warte, da war auf jeden Fall ein Wald. Lass mich kurz gucken. Lass mich kurz gucken. Hier war das. Ja, hier. Hier, das war ein Krog, oder ja, doch, müsste der hier gewesen sein. Hier gibt es einen Krog, den man mit Pferd machen muss. Und ja, ich hatte übrigens ein Pferd, das war mir nicht mehr bewusst, aber ich habe dieses Pferd tatsächlich geholt. So, ich hatte eins gezähmt, das war Pandora, hieß dieses Pferd. Ja, da musste ich tatsächlich hier durchlaufen mit dem Pferd, durch diesen kleinen Hindernisparcours.
gibt zwei oder drei, wo man es machen muss. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das im Let's Play auch gemacht habe. Ein oder zwei. Auf jeden Fall, wo ich beim Nachholen war, hatte ich zwei Stück gehabt, wo ich ein Pferd gebraucht hatte. Das war einmal hier und eben in Hyrule-Stadt. Und ja, ich bin übrigens noch krank, falls man es hören sollte. Ja. Jedenfalls, was mache ich? Ich gehe also zum letzten Stall, welcher sich hier befunden hat. Und dann musste ich von hier über den Weg rüber, dort nach drüben, hier dann irgendwo über eine Brücke noch drüber. Da also gab es dann irgendwo noch eine Brücke, wo ich laufen musste. Oder war das hier drin? Nee, das war nicht hier. Also ich meine, ich bin diesen Weg hier gelaufen, durch die Zwillingsberge durch, und da gab es dann hier irgendwo dann eine Brücke. Also genau hier, Prologia-Brücke, da bin ich durch, musste dann hier rüber, über die Otto-Brücke, von der Otto-Brücke, dann hier an sämtlichen Crocs vorbei, das hat mir wirklich wehgetan. Hier dann oben drüber, dann hier nach unten, um hierher zu kommen. Und dann später ist mir aufgefallen, wo ich dann hier war, warte mal. Hier drüben habe ich etwas vergessen. Und was ich vergessen habe, hat diesen Croc noch viel, viel belastender für mich gemacht. Glaubt mir. Oh, es ist schön, die 900 endlich zu sehen. Ich, wenn man 2 Wochen lang da dran sitzt. So, ich habe wirklich jede freie Minute, die ich hatte, habe ich mich daran gesetzt. Ich hatte Kopfschmerzen teilweise, es war brutal. So, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich da durch bin. Und ja, ich habe mich übrigens dafür entschieden, das Outfit hier zu tragen. Ich habe hier einen Stall vergessen. Den Stall am Fluss. Ich habe den einfach vergessen. Deswegen hat es hier das deutlich schlimmer gemacht, weil eigentlich hätte man zu dem Stall hier sollen, dann hier einfach rüber und das mal kurz machen und dann wieder zurückreiten. Und so musste ich dann von hier wieder den ganzen Weg über die Otto-Brücke, über die Prologia-Brücke, durch die Zwillingsberge und zurück zum Stall. Also das ist ein ewig langer Weg. Ja. Und das Gleiche, der Aufmerksame hat es schon gesehen, ist mir hier oben ebenfalls passiert, bei dem See da. Ich lese die ganze Zeit Minischsee, aber das ist nicht der Minischsee. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie schnell man irgendwas durch Quatschen machen kann, ne? Also der Part wird auch nicht mehr wirklich lang sein. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein wie der anderen Parts. Aber ja, es gibt halt auch nicht wirklich viel zu machen, weil ich bin ja durch mit dem ganzen Spiel und allem. Folglich dessen, hier gibt es noch eine Kleinigkeit, wo ich auf jeden Fall noch machen möchte, und zwar alle Erinnerungen zeigen. Und ja, den Stall hier habe ich leider auch übersehen. Ja, passiert bei so einem langen Spiel halt leider. Der Stall des Waldes. Revalis Sturm ist bereit. Revali ist ebenfalls bereit. Und ich muss auch sagen, von den Fähigkeiten muss ich, also beim besten Willen, ich muss wirklich sagen. Doch, das ist. Minchsee ist das, der Minchsee, Mann. Ich muss halt leider auch sagen, nicht alle von den Fähigkeiten sind wirklich die, wo man unbedingt braucht, aber alle sind von Vorteil, wenn man sie hat. Also, ich muss sagen, Urbosas Zorn ist wirklich praktisch. So, der ist wirklich stark. Wenn man gerade keinen Bock zum Kämpfen hat, ist er wirklich gut. Aber ansonsten, ja, ist er halt eher vielleicht sogar mal ein bisschen nervig, weil wenn man dann nachher wirklich braucht, kann man nicht mehr einsetzen, weil man halt zu lange auf den Knopf gedrückt hat fürs Ausholen. Daruks Schirm ist am Anfang ein bisschen störend, wenn man halt irgendwas fokussieren will. Man macht automatisch dann versehentlich Daruks Schirm. Aber gut, das hilft trotzdem sehr gut, ne? Revalis Stumm ist mit Abstand die, wo man am häufigsten braucht. Mifas Gebet habe ich jetzt persönlich eher weniger gebraucht, aber ich habe halt auch schon andere Leute gehört, wo gesagt haben, hey, also zumindest Celine, bei der war das der Fall, die ist sehr glücklich darüber, dass sie Mifas Gebet hat. So jedem das seine, das kann auch mal ganz hilfreich sein, aber ich habe mal einmal gegen den Leuen gekämpft und es hat eigentlich meinen Tod nur rausgezögert. Ja. Egal. Jedenfalls, was ich noch vorhatte, waren die ganzen Erinnerungen durchzuschauen. Alle. Also ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alle Stelle. Aber gut, wenn nicht, auch egal. Ich wollte zu den Crocs gehen und jetzt erstmal alle Crocs bei Maronus abgeben. Das ist noch eine Sache, wo ich auf jeden Fall machen möchte. Und dann werde ich nochmal kurz meine Meinung zu der ganzen Thematik äußern. Für den Preis, ja.
Da sage ich dann am besten was dazu, wenn es dann soweit ist. Hallo. Oh, der verbangene Kinder des Waldes. Du hast die alle gefunden. Genau. Großartig. Zoll. Einfach Zoll. Wenn das so ist, gebe ich dir meinen Schatz. Aber erst machen wir deine Tasche größer. Oh, also dann. Wenn du mir Krogsamen gibst, kann ich deine Tasche größer machen. Waffentasche. 35 Krogsamen. Jawohl, das habe ich locker. Ich habe 699. Nochmal die Waffentasche. Machen wir jetzt alles nacheinander. 45. Ah, gut, habe ich auch noch locker. Ich frage mich, was er mit den restlichen machen will, ey. Waffentasche, wie viel kostet es jetzt? 55. So, damit habe ich die komplette Waffentasche voll. Außer macht nochmal eine Reihe, aber das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Oh, noch größer kann ich die Waffentasche nicht mehr machen. Bin untröstlich, untröstlich. Jo, dann noch die Schildtasche. Die 10. Ja, gut. Schilde brauche ich tatsächlich nicht so häufig, habe ich festgestellt. Ja, gut, okay, das sind tatsächlich noch einige. Aber trotzdem, ja, ne? 15, ja. Also am Anfang sind die ja zum Glück nicht so teuer. Ich spamme hier gerade übrigens den A-Knopf, ne? Dann 15. Aber ich frage mich echt, brauche dann nachher wieder nachher noch die restlichen Crocs dann einfach so haben für seinen Schatz, oder? Und ja, den Goshen-Schild habe ich übrigens immer noch. Den habe ich jetzt schon, ich glaube, seit Celine da war. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, weißt du was, der zerbricht jetzt gleich. Ich behalte ihn bis zum Schluss. Manche würden sagen, ich will Celine nochmal einen reindrücken, aber hey. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ist schon zu lange her. Aber was, da bleibt jetzt bei 15 Samen, ernsthaft? Lol. Ja, komm, mach hin, Maronus. Ich habe noch ein bisschen was vor in dem Part. Wobei das eigentlich auch nicht so lange ist. Tatsächlich, der bleibt bei 15 Samen. Dass es nur eine ungerade Zahl ist, finde ich gerade sehr, sehr blöd. Zwanzig. Also manchmal jetzt bei den Crocs hier oben, 459. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, weil jetzt habe ich keinen Platz mehr zum Vergrößern. Oh, es sind alle Taschen ganz, ganz groß. Gut, großartig. Wirklich beeindruckend, dass du alle Kinder des Waldes gefunden hast. Ein Hoch auf dich. Ich kann die größere Tasche nicht noch größer machen. Also gebe ich dir das, oder gebe ich dir was anderes? Maronus Samen. Das Zeichen deiner Freundschaft mit Maronus. Am besten mit zugehaltener Nase zu bewundern. Na, gefällt es dir? Lass es mich dir erklären. Du kannst mich damit tanzen sehen. Oho, und zwar jederzeit. Sprich mich einfach an. Hohoho. Wenn du Maronus-Samen hast, dann tanz mit mir. Wen soll ich tanzen? Was, das sind verschiedene Tänze gewesen? Gut.
Oh, wie schade. So. Und da muss ich tatsächlich sagen, haben sie sich ein Eigentor geschossen. Weil ich muss wirklich sagen, so die Idee mit den Crocs ist als Spieleentwickler wirklich perfekt. So, da möchte ich gar nichts sagen. So. Weil ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es hat mir teilweise keinen Spaß gemacht. Definitiv nicht. Bloß wenn die Rätsel dementsprechend eklig waren, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte auch teilweise echt viel Spaß. Am Anfang habe ich mir viel zu viel Druck gemacht, ja. Aber als ich das dann hatte, war das dann tatsächlich, also wo ich dann wirklich dann so gesagt habe, komm, weißt du was, ich nehme das Zeug nicht mehr auf, habe ich auch wirklich Spaß gehabt stellenweise, weil ich bin durch die Gegend gelaufen, habe die dann gesehen, weil ich ja wusste ungefähr, wo die sind, dank der Karte, und habe die dann erledigt. Und ich habe auch bis zu 816 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel ich genau gefunden hatte, so mit der Karte. Und die restlichen habe ich halt dann nachher noch mit dem Video durchgeschaut. Gut, ich saß natürlich dann auch Ewigkeiten dran und das Schlimmste war halt, dass ich halt in der Hyrule-Ebene einen der letzten vergessen hatte. Dann durfte ich das Video bis zu 871 Crocs nochmal durchschauen und Hyrule Schloss hatte ich ja schon mit inklusive. Also ja, ich habe fast das ganze Video durchgeschaut. Deswegen kann ich es übrigens sehr empfehlen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also ich hatte übrigens auch sehr viel Schiss, dass ich doch irgendwo einen vergessen hatte und das Video halt dann irgendwie falsch gesehen hatte, so, aber ne, hat zum Glück gepasst. Hier hätte ich als Spieleentwickler was anders gemacht, genauso wie beim Master Sword, da komme ich gleich dazu. Denn ich hätte das so gemacht, dass ich für die 900 Crocs, dass man dafür den Hylia-Schild bekommt. Weil der Hylia-Schild soll ja irgendwo in Schloss Hyrule sein. Den habe ich jetzt auch nicht gefunden beim Crocsuchen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo der ist. Interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Aber ich hätte das tatsächlich so gemacht, dass man den bei den Crocs bekommt. Bei Maronus, dass der dir den gibt. Dass dieses Schild dann quasi unzerstörbar ist. Quasi das. Pardon, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Zum Master Sword. Ein Schild, der nicht zerbrechen kann. Und dann halt sich wieder auflädt. So ist es ja zum Beispiel auch in Skyward Sword gewesen und so hätte ich es auch ganz gut gefunden, weil dann lohnt sich das wenigstens, die Crocs zu suchen. Zumindest irgendwo. Man braucht es nicht, aber man kriegt es halt hin. So. Und ja, wie soll ich sagen? Die Sache mit dem Kampf gegen Ganon, wo ich es halt nicht hinbekommen hatte. Grüße an der Stelle an Ronny, der mir das erzählt hatte. Man hätte die Strahlen mit dem Schild zurücklenken sollen. Die große Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle: Mal angenommen, du hast kein Schild mehr, weil dein letzter Schild zerbrochen ist, weil du mega schlecht gespielt hast, keine Ahnung. Und das reicht ja auch schon, wenn du den falschen Strahl von Ganon umlenken willst und dass dein Schild halt kaputt geht. Was machst du dann? Du bist dann quasi aufgeschmissen und kannst den Kampf nicht mehr gewinnen. Ich hätte es besser gefunden, wenn es irgendwie die Möglichkeit gegeben hätte, dem Spieler zu zeigen, man kann diese Strahlen, die abgeschossen werden von den Wächtern, mit dem Master Sword zurückschlagen. Damit hätte man dann zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit gehabt zu sagen, ey, deswegen ist das Schwert so wichtig im Kampf gegen Ganon, weil ich habe das ja einfach nur so drin gehabt, das Schwert, so, ich hätte es auch gar nicht gebraucht, ich hätte auch eine andere Waffe nehmen können. Nur der hat halt von sich aus die Waffe schon gezogen. Ich weiß gar nicht, ob man das mit einer anderen Waffe machen kann oder nicht. Aber im Prinzip, ja, so, es hätte gereicht, wenn ich einfach. Ja, doch, man muss es ja eigentlich auch mit einer anderen Waffe machen können, wenn du das Master Sword nicht hast. So, deswegen hätte ich halt vielleicht sogar gesagt, es ist sogar sehr wichtig, das Master Sword zu haben, dass man es mit dem Schwert halt machen muss. Und, ja, gut, dass man es halt auch mit dem Schild machen kann, aber vor allem halt mit dem Schwert, dass man da mit dem die Strahlen zurückschleudern kann. Das war bis jetzt auch in so gut wie jedem Zelda-Teil der Fall, wo es solche Strahlen gab. Deswegen hätte ich es auch ehrlich gesagt besser gefunden, hätte man das mit dem Schwert gemacht. Aber okay, hat man sich dagegen entschieden. Das weiß ich schon. So, ja, das war alles, was ich noch sagen wollte. Also ich hätte das Thema besser gefunden, wenn man hier irgendwas Besonderes bekommt. Oder vielleicht auch, es hätte schon gereicht, wenn man die, wenn man das Outfit hier, wenn man das von Maronus bekommt. Das hätte mir auch schon vollkommen gereicht. So, das wäre jetzt auch nichts Wichtiges gewesen. Nur dann hätte ich vielleicht noch gesagt, dass man nicht das mit dem Vierer Stärke, wenn man, weil, wenn man mal kurz guckt. So, das Wildnis-Outfit hat alles nur vier. Warum? Macht's doch komplett voll. So auf 20 oder so, dann macht's auch Sinn, dass man das trägt. Aber ja. Hat man sich dagegen entschieden, ich weiß nicht wieso.
Ja. Gut. Aber das war soweit alles, was ich wirklich noch zeigen wollte. Es gibt noch eine Sache, wo ich zum Schluss noch machen möchte. Und das sind die Erinnerungen.